Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Live. Wollte heute mit euch die Cobblestone-Produktion mal machen. Darüber hatten wir letztes Mal gesprochen. Ich habe auch eine Lieferung bekommen. Das steht oben auf dem Dach, das habe ich bereits gesehen, als ich hier ein bisschen rumgerannt bin. Und ja. Hier haben wir nämlich jetzt Tin und Invar bekommen, jeweils ein Stack. Gehen wir erstmal wieder runter und Tor verriegeln. Jetzt wollte ich mal gerade eben gucken. Also, wir brauchen ein Meshen Frame. Dafür brauchen wir Glas, Eisen und ein Tin Gear. Dafür brauchen wir wieder Eisen. So, das machen wir jetzt einfach mal schon mal. Zack. Und okay, mir fehlt Glas. Glas hatte ich allerdings auch noch hier irgendwo. Das ist im Lager. Das müsste zumindest da sein. Da waren zwei Glas. Ich brauche allerdings mehr. Ja, ihr Stackglas. Dann können wir den Rest doch eigentlich hier machen. Müssen wir nicht wieder hochlatschen für. Also, dann. Zack. Mission Frame. Zack. Invar Gear Nummer 1. Invar Gear Nummer 2. Jetzt brauche ich Holz und Redstone. Ich hoffe, ich habe noch Holz. Ich glaube, ich habe alles verbrannt. Nee, ich habe noch. Da reichen sogar Jedi. Und Redstone bekommen wir unten. Bekommen wir hier. Auf dieser Ebene. Das wollte ich nicht. Fünf Redstone. Ich irgendwo ein Zombie. Gut. Hier kann ich tatsächlich mal kurz jeweils eins nachfüllen. Weil ich noch keinen Bucket rausnehmen kann. Das brauchen wir definitiv jetzt gleich. Ja, hier habe ich kein Crafting Table, soweit ich weiß. Oh Gott. Nein. Och, scheiße. Jetzt können wir erstmal ein bisschen hoch. Kraxeln wieder. Und ja. Möglicherweise fangen wir ab der nächsten Folge entweder hier mit dem Haus ein bisschen anzubauen. Oder wir bauen an der Stadt weiter. Das weiß ich noch nicht. Weil was wir dann technisch machen, habe ich noch keine Ahnung von. Ah, Cobblestone. 4 Stück. Reißen wir einfach hier 4 Stück raus. 5. Ja, wir können eigentlich hier die ganze Wand mal wegnehmen. Und hier dann auch so einen schönen Ausguck hinbauen. Weil hier sieht man auch echt viel. Eine Wand. Nein, hier kann man ein bisschen runter gucken. Da sieht man noch einen Teil der Stadt. Ich weiß gar nicht. Nee, unser Farming-Gebäude sieht man nicht. Aber das wird sich auch noch alles ausweiten. Auch wenn mich das Klicken ein bisschen verrückt macht. Ich sollte die Glock vielleicht umbauen. So, das hier noch. Und dann haben wir hier einen Igneous Extruder Basic Hull Shift for more informations. Nein, tun wir nicht. Wir gehen nämlich jetzt runter. Ich habe mir ein bisschen was angeguckt. Ich weiß noch so ungefähr, wie er funktioniert. Den bauen wir mal. Ja, wo baue ich den hin am besten? Den bauen wir einfach mal hier. So, der benötigt Energie. Ich hoffe, das funktioniert mit Ender.io und ich muss nicht so extra so eine Energiezelle. Ja, geil, das funktioniert mit Ender.io. Gut, ja, was brauche ich? Ich brauche einmal ein Eimer. Ein Eimer. Ein Eimer, ja, genau. Ein Eimer Wasser. Configuration.
Auto Output Enable, Auto Input. Hier soll der... Wenn das jetzt Output... Ja, das ist auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist, wir brauchen eine weitere Kiste. Und, ich hatte hier doch nochmal, ja, hier genau, zwei Stück bei den Chisel-Sachen, weil das war die Kiste, die ich abgebaut hatte, als wir das Haus gebaut hatten, dann im Nachhinein. Und jetzt sollte das eigentlich immer schön da rein. Haben wir jetzt hier, ja, ein Lava-Bucket. So, jetzt macht das Cobblestone. Gut, und jetzt produziert das hier nämlich gerade unendlich... Ja, gut, ich muss hier gerade nochmal ein Loch reinbuddeln. Unendlich Cobblestone, bis die Kiste voll ist. Die können wir dann nämlich hier einfach reinpacken. Ich hätte das natürlich auch mit einem Energiekabel anschließen können, ne? So, jetzt wird das hier nämlich durchgehämmert. Ich muss die Energieversorgung allerdings noch auslasten. Und rein theoretisch können wir den auch irgendwann umbauen. So, dass wir... hier tatsächlich ein Lava-In- und Output haben, aber da muss ich mich nochmal informieren. Wie das genau funktioniert. Was wir jetzt noch machen können, ist die Clay-Produktion. Dafür muss ich eine Barrel machen. Die geht allerdings echt schnell. Obwohl, warum? Ich mache die direkt aus Glas. Sieht doch geiler aus. Gut, ich muss kurz gucken, wie man eine Barrel macht. Dafür gehen wir jetzt einfach hier unten Barrel ein. Wie machen wir denn eine Glasbarrel? Interessant. Dafür brauchen wir erstmal Glasscheiben. Ich weiß, wir haben in der Kiste noch viel, aber ich habe keinen Bock, da jetzt hinzulaufen. Alles auch noch vom Hausbau, Ausbau, aber die können wir auch noch gebrauchen. So, was ich jetzt nämlich auch gerne wissen würde, ist, ob es funktioniert. So, die Barrel stellen wir einfach mal. Die stellen wir mal hier, hier hin. Ob es funktioniert? Ja, es funktioniert. Sehr schön. Gut, den können wir dann wieder auffüllen. Da muss ich jetzt eigentlich nur Sand holen. Und, ja, wo komme ich denn jetzt Sand her? Tatsächlich nur durchhämmern. Wie viel ist hier drin? Ja, das kommt erstmal raus. Das können wir hier reinpacken. So, und das reicht auch erstmal. Ich werde das demnächst nochmal... Jetzt haben wir nicht, dass es... Dann müssen wir gerade nochmal gucken. Clay. Gut. Das ging doch hier in der... mit Dust. Ja gut, das erklärt einiges. Ich werde es aber per Hand machen. Dafür hole ich mir hier einfach einen Hammer raus. Okay, das ist futsch. Ja, das kannst du von mir aus durchsieben, wie du lustig bist. Ich will ja auch gerade nur gucken, ob es... Geil, und ich habe Clay.
Gut, das heißt, wir können jetzt hier nochmal ein Wasser reintun. Und wir haben Clay, sehr schön. Der hier arbeitet auch immer weiter. Alter. So, dich packen wir hier rein. Also Cobblestone-Probleme werden wir nicht mehr bekommen. Was ich noch kurz erzählen wollte, ihr habt schon gesehen, hier kann man verschiedene Sachen auswählen. Und zwar kann man hier neben Cobblestone, Honor Stone und Obsidian machen. Obsidian. Bei Stone wird immer ein Wasserbucket weggemacht. Also 1000 Millibuckets. Bei Obsidian immer ein Millibucket Lava. Darum wollte ich ja auch. Immer hier Lavazufuhr haben. So. Die kann ich hier allerdings nirgendwo reintun, ne? Packen wir die hier unten rein. Und die packen wir hier dazu. Dann haben wir alles schön gelöst. Und, ja, das war's dann auch mit dieser Folge. Wir haben heute hier den schönen Igneous Extruder gemacht. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ich werde mir dann noch überlegen, was wir machen. Ob wir ein Häuschen bauen oder ob wir unser Haus weiterbauen. Ich will ja auch noch eine Küche und ein Wohnzimmer oder sowas haben. Ich will auch noch ein Badezimmer da reinbauen mit Chisel und Bits. Allerdings ist das was für die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.